Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr meine Presets herunterladen, installieren und anwenden könnt. Und dazu geht ihr natürlich erstmal auf meine Webseite in meinem Shop und dort findet ihr einmal die Mobile Presets, wofür ich ein extra Tutorial habe, und die Desktop-Version, die Presets, die auch gerade sogar im Sonderpreis sind. Ihr klickt einfach drauf und könnt diese, wie ich schon getan habe, in den Warenkorb einfügen oder auch direkt zur Kasse gehen. Dann zahlt ihr halt ganz normal, wie man es kennt, mit PayPal, und nachdem ihr bezahlt habt, bekommt ihr sofort hier auf der Seite einen Link, worauf ihr klicken könnt und euch die Datei direkt herunterladen könnt als ZIP-Datei. Ihr bekommt aber auch separat eine E-Mail, wo der Link vorhanden ist und der dann 72 Stunden gültig und zur Verfügung steht. Danach ist der Link ungültig, aber bis dahin könnt ihr die Datei herunterladen und das, wie gesagt, als eine ZIP-Datei. Um diese Datei zu entzippen, benötigt ihr ein Entzip-Programm. Das ist meist schon vorinstalliert auf dem PC, auf dem Desktop. Aber es gibt auch, falls das nicht der Fall ist, gibt es auch kostenlose Programme, die ihr einfach runterladen könnt. Da gebt ihr einfach bei Google Entzip-Programme ein und da gibt es einige kostenlose Programme, mit denen ihr das Ganze machen könnt. Dazu klickt ihr einfach auf die Datei, also die ihr im Link bekommen habt, die ihr dann gespeichert habt, klickt ihr dann mit Rechtsklick drauf und dann steht da auch Entzippen, hier Entzippen oder ähnliches. Wenn ihr das dann gemacht habt und in einem Ordner gespeichert habt, geht ihr dann in die Lightroom Version, also in die Lightroom Desktop Version, ins Adobe Lightroom Classic. Das ist das professionelle Bearbeitungsprogramm. Ganz wichtig, dass es das hier ist, also Lightroom Classic. Genau, das ist nämlich das Richtige, mit dem ihr die Bilder bearbeitet. Und ihr geht dann einfach wie folgt vor. Und zwar erstellt ihr euch, wie ich das hier schon gemacht habe, einen Ordner. Und zwar macht ihr das so, dass ihr hier auf Vorgabe erstellen geht und dort eine Gruppe wählen könnt, das heißt einen neuen Ordner. Und unter Neue Gruppe könnt ihr euch einen neuen Ordner erstellen. Genau, könnt hier den Namen eingeben. Und das hier ist jetzt erstmal unrelevant. Das lässt ihr erstmal so. Das sind die Einstellungen, die auf diesem Bild sind. Ich habe das Bild nur vorher ein bisschen angepasst, nochmal die Lichtverhältnisse neutral gemacht. Die werden jetzt praktisch übernommen, aber das ist noch kein richtiges Preset, sage ich mal. Das ist jetzt einfach nur, um den Ordner zu erstellen. Und dann klickt ihr einfach auf Erstellen. Ich habe das schon gemacht. Genau, und dann habt ihr diesen Ordner hier. Und dafür geht ihr jetzt einfach aufs Plus und geht jetzt, also ihr klickt drauf und geht dann hier auf Vorgaben, wenn importiert. Und dann geht ihr in den Ordner, in den ihr die entzippten Dateien gespeichert habt. Markiert alle und geht auf Importieren. Und dann habt ihr die Dateien hier in eurem Ordner schon gespeichert. Und wir fangen jetzt einfach mal an zu bearbeiten und ich zeige euch einfach mal, wie die Bilder auf die Presets wirken oder beziehungsweise die Presets auf die Bilder. Genau. Und zwar werden wir jetzt erstmal ausprobieren. Und gehen jetzt mal hier auf das erste Preset. Das ist das hellste Preset und das ist das, was am wenigsten orange ist, sag ich mal. Natürlich wirkt sich das auf jedes Bild unterschiedlich aus, in welchen Lichtverhältnissen und so weiter. Aber dieses Preset passt jetzt erstmal perfekt auf dieses Bild, wie ihr seht. Da brauche ich jetzt auch nichts zu verändern, weil ich das Bild vorher, das könnt ihr vorher oder nachher machen. Wenn ihr zum Beispiel etwas zu dunkel oder zu hell fotografiert habt, könnt ihr das ganz einfach hier in diesem Bereich anpassen mit Tiefe, Belichtung, Schwarz, Weiß und so weiter. Genau. Dann gehen wir mal zum nächsten Bild. Das ist auch ein Indoor-Shooting. Da zeige ich euch mal das Black and White. Ach, was noch ganz, ganz wichtig ist, dass ihr die Fotos im RAW fotografiert. Weil ansonsten werden die Bilder nicht so sein, wie ihr euch das wünscht, da die Qualität, die Farben und so weiter alles verloren geht, nachdem ihr das bearbeitet habt. Deswegen unbedingt, das ist das Allerwichtigste für einen Fotografen, im RAW zu fotografieren. Genau, so, das ist das Schwarz-Weiß und dann probieren wir das nächste. Hier würde ich mal das Botanical
Presets anwenden und das passt perfekt drauf. Wie ihr seht, das Grüne wird zu schönem, sanften Grün. Der weich ist, ein bisschen im orangelichen, gelblichen Stich. Genau, nicht mehr so knallig. Genau, dann gehen wir zum nächsten Bild. Das hier ist jetzt auch ein Sunset-Shooting. Wie ihr seht, hier kann man ein bisschen die Sonne sehen. Und da würde ich mal das Warm Love probieren. Das passt auch super perfekt. Und falls ihr mit dem Bild oder mit der Bildproportion oder mit der Anordnung nicht ganz zufrieden seid, könnt ihr hier auf dieses Rechteck gehen und euer Bild anpassen. Und damit die Gesichter und das Pärchen wirklich genau in der Mitte sind, Enter. Und dann habt ihr ein perfektes bearbeitetes Bild. Dann gehen wir zum nächsten. Glaube, da würde auch sicher Warm Love gut passen. Ja, hier zum Beispiel seht ihr, da ist es außenrum ziemlich dunkel. Wenn ihr das ändern möchtet, könnt ihr hier zum Beispiel in die Tiefen gehen und die etwas hoch machen. Und zack, habt ihr das Ganze etwas aufgehellt. Dann haben wir eine Besonderheit bei den Presets. Und zwar für solche Bilder, die in der Dämmerung geschossen wurden und die, wie ihr seht, kann man ja deutlich sehen, dass das Bild sehr stark auch im Blauton ist, da es halt schon etwas dunkler ist. Dafür habe ich dieses Sunset Preset erstellt. Da geht ihr drauf. Das passt zum Beispiel zu normalen Shootings. So ganz normal im Sonnenlicht passt es nicht, aber zu solchen Bildern passt es super gut. Und hier könnt ihr das Ganze auch nochmal, wenn ihr das möchtet, etwas anpassen. Heller, dunkler. Genau, die Farben bleiben trotzdem erhalten. Und ja, dann gehen wir zum nächsten Bild. Das ist jetzt ein Bild, das in einer prallen Sonne im Hintergrund geschossen wurde. Natürlich das Bild selber im Schatten, aber die Sonne sieht man deutlich im Hintergrund. Und da würde ich, glaube ich, ja, das Botanical nehmen. Genau, und würde das auch so lassen. Dann das nächste. Das ist ein schönes Close-up. Da können wir zum Beispiel auch hier das Warm Love anwenden. Da kommt die Sonne super schön zur Geltung. Genau. Hier habe ich zum Beispiel auch schon mal ein Bild bearbeitet. Das ist auch in Warm Love bearbeitet worden. Dann hier, ich glaube, da passt auch Warm Love gut. Wie ihr seht, ich benutze meistens Warm Love. Also gerade weil ich ja in der Abendsonne gerne fotografiere und das einfach super schön und gut dazu passt. Und das einfach so mein Ziel ist. Hier auch Warm Love. Ich kann euch mal den Vergleich zeigen. Warm Love, Botanical und Warm Street Style. Hier würde ich Warm Love bevorzugen wieder. Genau, nochmal vorher, nachher. Und dann hier auch nochmal Warm Love. Und wie ihr seht, die Farben sind einfach so traumhaft. Wenn man den Vergleich sieht zu diesem Bild und diesem Bild, das ist schon krass, wie viel einfach Bearbeitung ausmacht. Dann das letzte Bild bearbeite ich auch noch mit euch zusammen. Und dann können wir wieder Warm Love, ja, Warm Love anwenden. Genau, da verwenden wir nochmal hier ein bisschen, passen wir das einfach nochmal ein bisschen an und haben ein wunderschönes Close-up mit tollen Farben. Und wie ihr seht, das Ganze ist in einem einheitlichen Stil, einheitliche Farben entwickelt worden von mir. Und ja, damit bearbeite ich immer meine Bilder. Das sind die Presets, die ich selber auch verwende. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese mir immer stellen. Ich stehe euch immer zur Verfügung auf Instagram, E-Mail, wenn man eine Nummer hat, auch da. Und ja, viel Spaß beim Bearbeiten. Ich freue mich, die Ergebnisse zu sehen. Und bis dann.